So Leute, auf jeden Fall wollte ich euch sagen, dass ich heute einen Wettkampf habe in Großberkel. Das ist in Hummertal. Oder Hummertal ist in Großberkel? Oder Großberkel ist in Hummertal? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob es Hummertal gibt. Egal. Ist in Großberkel. Und ich wollte euch sagen, dass ich euch jetzt gleich meine ganzen Kleider zeige, die ich heute brauche, weil ich laufe viermal. Und ich freue mich auf jeden Fall richtig, richtig dolle. Wir müssen nämlich auch bald losfahren. Ich blende euch auch ein paar Bilder ein und Videos halt auch. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Wir sehen uns dann auf jeden Fall. Oh mein Gott, wie oft will ich jetzt noch auf jeden Fall sagen? Wir sehen uns dann. Tschüss. Outfit check. Jogginghose und so eine Weste. Super. So Leute, ich zeige euch jetzt mal alle Kürkleider, die ich heute auf jeden Fall brauche, da ich ja viermal laufe. Ja, das ist nämlich in Großberkel, in Hummertal. Und ja, ich zeige euch das erste. Das sieht von hinten so aus. So, warte kurz. Ich hänge das mal ganz kurz hier so auf. Von hinten sieht das so aus. Und von vorne so. Ja, also ich finde das richtig schön. Ich liebe diese Steine. Die kleben wir halt selber auf. Also wir haben eine Schneiderin, die macht mir die halt immer so, wie ich das möchte. Ich zeige ihr das dann immer, dann nimmt sie meine Maße und alles. Und ja, dann ist schon das zweite. Und zwar sieht das so aus, das sieht irgendwie aus wie ein Meerjungfrauenkleid, was eigentlich nicht sein sollte. Aber ja, ich habe das dann irgendwie doch, also wir haben das dann noch nicht so perfekt hinbekommen, aber es ist trotzdem auf jeden Fall richtig schön geworden. Und auf jeden Fall, das sieht halt von vorne so aus und von hinten so. Ja, ich mag die Farben voll. Das ist sogar neu. Dann habe ich das hier. Das habe ich auch fürs Eis, also für Eiskunstlauf benutzt. Ja, das sieht so aus. Und dann haben wir noch einmal das hier. Also von vorne. Genau. Jetzt kommt mein Favorit. Also ich finde wirklich, wow, also dieses Kleid. Ja, es hat auch einen Grund, warum. Weil ich laufe das halt in Solotanzen. Also da ist halt, sind halt keine Sprünge oder irgendwas Schwieriges dabei. Da geht es halt hauptsächlich nur um so Schritte und Ausdruck. Und deswegen, das ist halt eher so ein bisschen auffälligeres Kleid. Das sieht von hinten so aus. Oh Gott. Oh Gott, wie sehe ich denn jetzt aus hier? Okay, geht noch. Einigermaßen, okay. So, also Freunde, ich war gerade bei Edeka, weil ich mir was holen musste. Und was, ich habe natürlich Kaffee nicht vergessen. Oh mein Gott, ich war so am Überlegen, soll ich das mir jetzt holen oder nicht? Weil ich trinke das halt so viel und irgendwann mal wird es ja auch ungesund. Weil da ist ja auch Koffein drin und ist ja jetzt nicht so ein starker Kaffee oder so, aber es schmeckt, also das Ding ist halt, ich muss das kaufen, weil das ist so, wow, das schmeckt halt einfach gut. Und ja, auf jeden Fall, Leute, ich gehe jetzt wieder nach Hause. Ich bin nämlich zu Fuß gegangen und ich bereue das, dass ich eine Jacke angezogen habe, weil es ist richtig, richtig warm. Und oh mein Gott, das ist, oh scheiße, das ist peinlich. Abbrechen, weil das war ein bisschen peinlich, da waren meine Nachbarn. Und die denken sich so, was ist mit der falsch? Für Selbstgespräche oder für Tagebuch auf ihrem Handy. Egal, auf jeden Fall, ja, ich wollte euch eine Story erzählen, aber ich muss jetzt schnell eine rausfinden, weil ich habe gerade keine, aber ich wollte euch unbedingt einfach irgendwas erzählen jetzt. Wartet, lass mich ganz kurz überlegen. Ja, also, weil ja viele so wegen Starbucks und so fragen, also, es schmeckt richtig gut, ihr müsst es unbedingt mal probieren, also es schmeckt so gut, ne? Und bin so froh, dass die meinen hatten. Ja, cool. Auf jeden Fall, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns gleich wieder und ja. Nächste Starterin ist Sabrina Miri vom TV Jahn Wolfsburg. Je n'ai
Let me drown in your hands.